Ja, jetzt kommt da ein kleiner Break, nämlich zu Aliens Colonial Marines. Das haben wir dem Hannes wieder im Koop. Servus Leute, neuer Ferienjob vom Tobi für uns. Bin gespannt, was uns diesmal ausgesucht hat. Ja, es ist ein Game von den, auf die Alien-Filme basierend. Ich habe persönlich erst Alien 1 und Alien 2 geguckt. Kenne Alien 3 und Co., was dann alles kommt, nicht. Bin auch gerade dabei, jetzt erstmal zu schauen, weil ich vorher nie Horrorfilme geschaut habe und so. Es geht ja, also gerade der zweite Teil ist weniger Horror. Aber ich weiß, ich habe die ersten beiden schon mal gespielt und es gibt leider nicht so viele Games im Aliens-Universum, die halt modern sind. Ne? Es gibt natürlich uralte Titel, aber es gab Spiele, die so ein bisschen moderner aufgemacht sind oder neuer sind. Außer Alien Isolation und Alien Colonial Marines. Das sind die beiden Spiele, die ich jetzt kenne. Und ein neues angekündigtes, was dieses Jahr rauskommen soll. Das ist auch noch ein Zeitpunkt, 2021. Also, das werden wir wahrscheinlich auch spielen dann. Und ich werde auch Alien Isolation noch irgendwann spielen, schön mit Facecam. Aber wir machen erstmal Colonial Marines. Und das ist Shooter, es wurde damals nicht gut aufgenommen. Es war damals sehr negativ bewertet. Die Kritiker haben es gar nicht gefeiert, vor allem das Jahr 2009 hätte es dann ursprünglich rauskommen sollen. Dann wurde es irgendwie aus 2013 verschoben. Und dann war es immer noch nicht gescheit. Und es man wurde... Aber auch dazu sagen, dass sie auch selbst mit Schultern sind, weil die Trailers waren einfach 30 mal geiler genau, aus als das fertige Spiel. Es waren Downgrades. Ganz klar Downgrades. Sie haben sie ja viel zu hoch gerendert. Das fertige Spiel sah dann nicht mal halb so gut aus. Ja. Auch die Stimmung in den Trailern war immer richtig geil und dann kommst du so rein und alles ist viel heller, viel beleuchteter. Ja. Ja. Und es hat weniger mit Horror zu tun, sondern es ist halt reines Geballere. Deswegen uns das jetzt als kleines Dead Space Nachfolgeprojekt ausgesucht. So auf dem Zeitpunkt haben wir Dead Space noch nicht durch, aber bald. Deswegen ist das hier quasi schon das Folgeprojekt davon. Ja, man kann auch sagen, dass es sich mehr um so eine innere Fortsetzung oder halt eine Nachfolge zu dem Film Aliens handelt und nicht um einen so Alien. Ja. Das ist ja immer so der Spagat zwischen Aliens, was eher Action ist. Ja. Und Aliens, was eher Action ist, und Alien, der eher eben mehr Isolation seinen geistigen Spieleableger gefunden hat. Genau, ja. Gibt ja immer diese Duality im Alien-Universum. Ja. Genau. Wir metzeln uns jetzt einfach durch Xenomorphs, glaube ich. Also ganz kurz, ich spiel's blind. Ich weiß nicht, wann das hast du schon mal durchgehabt? Keine Ahnung. Solo ja, das nein. Okay. Ach ja, und es hatte damals halt das klassische Bugfest zum Release, glaube ich, sogar noch. Unterscheiden sich die Solo und die Koop-Kampagne? Weil du sagst... Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Also, weil du gesagt hast, gerade Solo, ja. Es ist auch schon ewig her, dass ich gespielt habe. Also, es ist auch inzwischen wieder ein bisschen blind durch vergessen. Okay, gut. Also, bei mir ist es auch komplett blind. Und wir haben auch die DLCs da, die Dinge. Also, die werden wir auch noch spielen. Es gab auch so einen komischen Multiplayer, glaube ich. PvP oder so. Nein, aber alles, was Story hat, machen wir. So, wir spielen natürlich auf Soldat, nicht gleich aufs Einfachste, aber wir spielen auf Normal quasi. So, Spiel suchen, was heißt, dass wir automatisch auf zwei Leuten suchen. Kann ich dich einfach so starten? Zuschauen, ob du einfach starten kannst. Ah, jetzt gucken wir uns nur Freunde, so. Spiel erstellen, ah, jetzt geht's. Guck mal da. So, ja, jetzt kann ich auch starten. Okay, Notsignal ist das erste Kapitel. Es gibt Herausforderungen, alles klar, okay. Wir starten aber. Oh, ich hätte vielleicht Aufrüstung vorbereiten können, naja, egal. Corporal Dwayne Hicks, TQ40482159, Notfall. Meine Einheit hat auf LV426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USS Sulaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau... Ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen.
Aufgestanden, Marines! Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti! Auf die Beine, Marines! Für die Neuen, ich bin Captain Cruz und ihr seid meine Crew auf der USS Sephora. Wir sind hier wegen eines Notrufs der USS Sulaco, den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 2-3 war zuerst vor Ort und ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Ihr seid die Letzten, die aus dem Kryoschlaf geholt werden. Also, keine Beschwerden, ihr Memmen. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch kampfbereit und sammelt euch in 20 Minuten im Hangar. Name und Rang? Corporal Christopher Winter, 118. Bataillon an Bord der USS Sephora. Corporal Winter, ich schicke Rhino 2-1 als Unterstützung für 2-3. Alles klar, Mann? Mir geht's gut, Captain. Ich mache mir nur Sorgen um 2-3. Gut, denn sie werden sich Rhino 2-1 anschließen. Die werden versuchen, den Flugschreiber der Sulaco zu bekommen, damit wir herausfinden, wer das verursacht hat. Sir, was ist doch passiert? Wir haben versagt. Aufgepasst, Mädels von der USS Sephora! Genau in diesem Moment kämpfen Rhino 2-1 und Rhino 2-3 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir lassen keinen Marine zurück. Daher schicken wir in den nächsten 2 Stunden ein paar Dropships, um bei der Evakuierung der Verletzten auf der USS Sulaco zu helfen. Sir, die Sulaco wurde zuletzt bei Fury 161 gesichtet. Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Danke für die Unterbrechung, Lieutenant Reed. Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist. Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt. Die Situation ist ungewiss. Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben. Also los, Weidmanns Heil, Marines! Hurra! Hurra! Hören Sie zu. Was ich brauche, sind Informationen. Keine Helden, kein Bullshit. Sie sind dort meine Augen. Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben. Verstanden. Sagen Sie Rhino 2-1, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Ja, wie lange ist es her, dass du Aliens geschaut hast? Eine Woche. Ja, dann... Weißt du ja, wo das anknüpft. Die Namen müssen ja größtenteils was sagen, zumindest von den am Anfang genannten. Und der Sulaco. Jawohl. Okay, mit Tab. Und hier kommen wir gleich zu der Szene, wo man schon im Trailer gesehen hat, hier, die sah ja richtig geil aus. Gleich, wenn was passiert und dann im fertigen Spiel, ja, die sehen wir. Winter, verdammt nochmal, was ist passiert? Raider 6-5, sind Sie schon in der Luft? Explosive Dekompression in der Sulaco. Hier ist Raider 6-5. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Prekäre Situation, Sir. Prekär? Soll ich das im Duden nachschlagen, Raider? 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch. Machen Sie dicht. Winter, Sie haben die Lady gehört. Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht. Begebe mich zur Sulaco. Winter, over. Sephora Actual! Hier spricht O'Neill. Wir haben mehrere Verwundete hier. Wir brauchen hier umgehend Sanitäter für die Marines von Rhino 2-1. Negativ, 2-1. Die Explosion hat die Luftschleuse auf unserer Seite beschädigt. Wir können die Gangway nicht mehr benutzen. Bleiben Sie dort und kümmern Sie sich um unsere Marines. 2-1, was ist der Status von 2-3? Winter, willkommen im Chaos. Benutzen Sie Ihren Bewegungssensor und sagen Sie mir, was Sie sehen. Okay, cool. Bewegungssensor. Ich sehe Sie beide. Und 2-3 ist im Süden, hinter dem Hangar, vielleicht bei den Maschinen. Bewegen Sie sich. Nein. Moment. Da
Er ist ein unbekanntes Signal. Da bewegt sich was. Verdammt. Sephora Actual, 2-3 scheint die Position zu halten. Oder sie sind tot. Es gibt unbekannte Bewegungen bei ihnen. Sie könnten angegriffen werden. Ist mal die Körnung ausgestellt, das ist extremst dunkel, ey. Warte, mach die auch mal aus. Ich finde das irgendwie ein bisschen störend. Winter und ich werden... Verdammt. Sephora Actual, ich treffe mich mit 2-3, Sir. Denken Sie daran, keine Helden, Junge. Actual over. Hier ist alles ruhig aktuell. Sir, ich sehe da einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also er sagt nicht viel. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Hier, wenn du dich nur an den Film erinnerst. Ja, ja. Hier auch das passende Loch. Das haben sie wenigstens nachgebaut. Signal über uns. Vor uns, über uns. Entfernt sich. Ist weg. Das sind geöffnete Kryokapseln. Keine schöne Art aufzuwachen. Schneiden. Sind derzeit aber verwundbar. Ja, dann schneid du auf, ich geb Deckung. Jetzt genau über uns. Tatsächlich. Okay. Garnett. Großer Gott, nein. Sephora Actual, Winter hier. Ich habe Keys von Rhino 2-3. Hier sind ein paar Leichen, aber es fehlen welche. Ein oder zwei Marines von Rhino 2-3 sind nicht dabei. Sind alle tot? Garnett? Er ist weg. Bleib ruhig. Ich hab dich, Kumpel. Winter, sammeln Sie alle, die übrig sind, und bringen Sie sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Hier spricht Keys von 2-3, Sir. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulaco zu bergen. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so.
Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Und da hilft uns der Flugschreiber. Bei allem Respekt, Sir, halten Sie den Mund und befolgen Sie meine Befehle. Actual over. Zum Teufel mit Befehlen. Der Flugschreiber ist nicht weit weg. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. O'Neill, sind Sie noch da? Verdammt. Seid ihr auf dem Weg zurück? Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Unsere Marines sind nicht umsonst gestorben. Ihr habt 5 Minuten für den Flugschreiber und den Rückweg. Keys, halten Sie Ausschau nach Bella. Ura. Mach ich. Danke, O'Neill. Danke für Ihre Hilfe, Winter. Wenn sich was bewegt, nicht denken, schießen. Wir sind hier nicht allein! Ich muss mich nicht nochmal erwischen. Da oben. Sichtkontakt! Los geht's! Die kommen von unten! Xenon neutralisiert! Das ist eine komische Nahkampfanimation eigentlich. Der Flugschreiber befindet sich in der... Da muss man eben auch versuchen, das Spiel aber auch schon ein bisschen älter ist. Keine Ahnung, was damals so State of the Art war. Holen Sie den Flugschreiber! Das Schild doch, ich mach das schon. In einer Minute sind wir raus, okay? Na, mal rumschreien. Okay. O'Neill, Flugdaten sind unterwegs. 2 Minuten. Keys, Achtung! Verstanden, Winter. Hebt das Feilen für später auf und bewegt eure Ersten zurück. Der Flugschreiber sollte zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Wer weiß, was wir herausfinden, wenn wir das Ding zurückbringen. Auch ein bisschen Rüstung, so. Ganz so gut. Feinde zu unserer Linken! Haben Sie das Ziel im Visier? Das ist viel zu was. Das will ich nicht nochmal erleben. Ich erkieße einfach Chill, während das, das Alien vorbeiläuft. Mit den Nails aufpassen, die machen auf Friendly Fire. Okay. Ich hab fast keine Panzerung mehr, wie sieht's bei dir aus? Auch nicht. Zweifel, nimm du dir, du hast schon Leben verloren. Auf dem Dropship! Achtung! Granate! Keys, warten Sie! Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! Die Gangway ist instabil, aber ich habe keine Zeit, um auf ein anderes Schiff zu warten. Wir gehen trotzdem durch. Eine Explosion hat sich versperrt. Ohne Autorisierung geht die nicht auf. Ah, okay, wir kriegen beide. Ja, ist mir gerade aufgefallen, auch bei der Rüstung kriegen wir jetzt beide. Das ist sehr gut. Los! Ja, bin schon dabei! Ich überbrücke die Tür! Oh Gott. Die kommen von oben. Ich brauche 30 Sekunden!
die Viecher weg. Oh, ich bin am Boden. Läuft, ich auch. Ich bin gerade gedownt worden, weil ich gerade eine Granate auf die drei Viecher vor uns schießen wollte, als ich ein Vieh vor mich geworfen hat. Die Granate von immer im Gesicht explodiert. Auf dem Dropship! Achtung! Granate! Keys, warten Sie! Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! Die Gangway ist instabil, aber es bleibt keine Zeit, um auf ein anderes Schiff zu warten. Wir gehen trotzdem durch. Eine Explosion hat die Tür versperrt. Ohne Autorisierung geht die nicht auf. Verschaffen Sie die verdammte Türsperre, Keys! Los! Ja, bin schon dabei! Ich überbrücke die Tür! Ich brauche 30 Sekunden! Wieder ist vor mich gesprungen, geil. Noch ein paar Sekunden mehr. Danke. Ich habe die Kiste zu, als ich keine Ahnung gehört habe. To One, nice. Wir machen uns aus dem Staub! Der Flugschreiber ist unterwegs zur Sephora! Wir haben es geschafft! Rhino Team, los, los, los! Winter, Bewegung! Hey, warum stehen wir jetzt einfach rum, mach nix? Was hat das denn? Warum hat er denn eine Granate in der Hand? The fuck? Kam dann der Szene des Tutorials. Wie sie kann kein schlechter Tutorial einblenden. Der Flugschreiber ist weg. Keys. Keys hatte ihn. Alles war umsonst. Wir sind nicht tot. Naja, das ist doch schon mal was. Sephora Actual hier. 2-1, hören Sie mich. Was ist in der Gangway passiert? Actual, wir haben Keys verloren. Ich glaube, es ist etwas in seiner Brust explodiert. Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir. Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Cheyennes sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. 2-1, over. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach. Hast du aber früh gemerkt, O'Neill. Ha ha ha!
Ich muss ja dran gewöhnen, dass es vielleicht die Feuer gibt und ich sollte nicht F-Druck zu benutzen in der Tür. Ja. Oh Mann. Sephora Actual, hier ist eine Live-Übertragung. Das ist keine Technik von den Colonial Marines. Da steht Wayu, Sir. Heilige nicht tief schon wieder. Was? Laut Zeitstempel kam das nach dem Notruf von... wie war sein Name? Corporal Hicks. Actual, hier ist 2-1. Was halten Sie davon? Sir, ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bishop ein Signal an Wayu senden. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Gehen Sie zum Frachtraum. Beide. Over. Mein Gott, wir sind sowas von am Arsch. Sephora Actual. Hier spricht Bella von Rhino 2-3. Hören Sie mich? Klar und deutlich, 2-3. Was ist Ihr Status? Ich bin aufgewacht und fast erstickt. Da war was Spinnenartiges in meinem Gesicht. Es ist tot, Sir. Ich wurde von meiner Truppe getrennt. Wissen Sie was über meine Leute? Der Rest von 2-3 ist vermutlich tot. Tut mir leid. Rhino 2-1 ist unterwegs zum Frachtraum. Können Sie den Frachtraum erreichen, 2-3? Garnet? Keith? Denken fällt gerade etwas schwer. Ich bin nicht sicher, wie ich dorthin komme, Sir. Sie allein sind jetzt Rhino 2-3. Versuchen Sie es. Kommen Sie lebendig zurück. Actual over. Kommt nichts lebendig zurück. Ja, und gut, dass wir Wellen-Yutani rufen. Helfen uns bestimmt. Wir hatten was, okay. Was denn? Sex. Schluss jetzt. Was? So, ob man das mal klären muss. Hinter uns, an der Tür, wo er aufmacht. Oh Gott, ja. Fünf Ziele. Ja, V für den Nahkampf, das hab ich auch schon vor 5 Minuten erkannt. Direkt vor uns, fünf Ziele. Wow, der denn hier? Wir müssen auf das Gravitationsfeld! Damit kommen wir direkt zum Frachtraum! Okay, wow, wo kam der bitte her? Hey. Tür zu. Oh, hätten ruhig mal ein Medikit geben können. Die Performance, wenn man ins Feuer guckt, ist ja richtig grattenhaft. Oder ich versuche mal kurz ein bisschen heller zu machen, weil ich glaube, für YouTube ist es viel zu dunkel. Direkt hinter der Tür ist was. So, bitte. Toll. Medikit. Dr. Conrad, ich bitte um eine Versetzung weg von Project Illithia. Ich fühle mich zwar geehrt, Teil eines solch fortschrittlichen Forschungsprojekts zu sein, aber ich fürchte, dass ich meine Pflichten nicht zu vollster Zufriedenheit erfüllen kann. Danke. Ach ja, hier spricht Dr. Stanton. Oh ja. Noch alles clean. Jetzt haben wir hier noch die Money.
Hey, jetzt wieder Sammelobjekte, yay! Wo ist O'Neill hin? Oh, da hinten. Der ist tot. Nee. Warum blinkt der dann rot? Man weiß nicht. Da oben. Hä? Was? Okay. Hier geht's nur um Ausrufezeichen. Legendäre Waffe gesammelt. Boah. Beheben das Arsenal zu öffnen. Sekundäre Seitenwaffe prima. Hicks Schrotflinte. Neu. Ich glaube, hier geht's weiter. Oder kamen wir von hier? Ah, jetzt. Ach, jetzt. Hä? Ich würde sagen, das war ein Bug. Ja. Ja, die Ex ist halt. Ich wurde irgendwo hingemoved, vermutlich zu euch, ja. Ich brauch Deckung, um sie aufzukriegen. Hä? Wie bin ich hierher gekommen? Na, du warst aber hinter dir. Bis ich. Lecker, okay, wie kann man ins Arsenal? B gedrückt halt. Ja, das sind nämlich zwei Schrotflinten, aktuell equipped. Ja, genau, die eine ist hab ich auch gehabt. Ich hatte es vorher gewechselt. Mal auch eine Seitenwaffe, aber die kann man irgendwie nur durch B aufrufen. Pistole. Vernichtet! Bastard vernichtet. So. Ich liebe es ja, wenn NPCs weglaufen. Komm mal da, Junge. Ja. So, B. Frachträume. Gut, ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle für die erste Folge zu beenden. Viel Glück zu sehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.